Genau, jetzt können wir uns das mal ein bisschen genauer anschauen, wie das aussieht bei jemandem, der einen Selbstwertkonflikt hat und im Kampf geht. Das ist, dass derjenige gut sein will. Ja, also er ist erniedrigt worden von den anderen und jetzt will er unbedingt gut sein, beziehungsweise er will sogar besser sein als die anderen. Und kriegt speziell beim Selbstwertkonflikt sowas wie ein Leistungsdenken. Also der Fokus ist dann auf Leistung. Ist meine Leistung, ist die gut oder ist die schlecht? Ist die besser als die anderen, die von den anderen, oder ist die schlechter als von den anderen? Mit jedem Konflikt entsteht ein gewisser Fokus. Fokus im Sorgekonflikt ist ja ganz anders, ne? Der ist dann auf die Tochter, um deren Situation verbessern zu wollen oder der Tochter Zuwendung zu geben, dass sie da rauskommt. Beim Selbstwertkonflikt ist es gut sein, Leistung. Bei der Diskushernie, bei der Wirbelsäule, das ist ja die zentrale Achse unserer Persönlichkeit. Von daher sind das Selbstwertkonflikte, die nicht nur einen Teilbereich betreffen, sondern die die gesamte Persönlichkeit betreffen. Das kann man natürlich jetzt auch wieder unterstützen, dass diese Schwellung zurückgeht. Und das Wichtigste ist aber, dass der Konflikt nicht wieder auftritt. Und man ist auch in der Medizin schon ein Stück weit davon abgekommen, also manche Kliniken zumindest, dass sie nicht mehr so schnell operieren, weil sie sehen, dass die Operation gar nicht so effektiv ist, ja, oder nicht immer die entscheidende Linderung bringt. Und zwar dann, wenn die Konflikte weiterlaufen. Also egal, was wir therapeutisch machen, den Konflikt muss man sowieso lösen.